Einiges hat sich in den 8 Jahren verändert. Das Premium-Konto ist gleich geblieben. Zeit, etwas zu ändern und etwas Neues einzuführen. Es ist wahr, dass das Premium-Konto etwas in die Jahre gekommen ist. Wir wissen, es ist höchste Zeit, das Premium-Konto zu überarbeiten. Alles ist durchgeplant. Das World of Tanks Premium-Konto wird einiges mehr bieten. Größerer Umfang, gleicher Preis. Das Premium-Konto ist ein Upgrade, das Spielern dabei hilft, schneller Fahrzeuge zu erforschen und das Spielerlebnis insgesamt aufwertet. Indem Spieler in jedem Gefecht mehr Erfahrung und Kreditpunkte erhalten, sparen sie vor allem Zeit. Sie erreichen Module und Fahrzeuge schneller und schreiten viel schneller im Forschungsbaum voran. Das Premium-Konto gibt es schon ein paar Tage. Es war von Anfang integriert und wurde seither nicht viel verändert. Doch jetzt wissen wir, dass wir das Premium-Konto überarbeiten müssen. Es soll besser werden und wir wollen etwas Neues einführen. Derzeit gilt das Premium-Konto für die ganze Trilogie. Tanks, Warships und Warplanes. Das neue World of Tanks Premium-Konto erhält neue Features exklusiv für World of Tanks. Wir haben viel Vorarbeit geleistet. Zuerst führten wir eine Umfrage darüber durch, welche Features das Premium-Konto haben soll. Zuerst beginnen wir mit dem Element, das das Premium-Konto von Beginn an ausmachte. Die Qualität des Spielerlebnisses. Mithilfe zahlreicher Features wollen wir sie verbessern. Unser Plan ist, vieles einzuführen, das unseren Spielern gefallen wird. Das erste Merkmal ist der flexible Erfahrungsbonus. Die Erfahrung für den letzten Sieg kann mehrmals täglich durch einen bestimmten Faktor erhöht werden. Eines der wichtigsten Merkmale des neuen Premium-Kontos ist der flexible Erfahrungsbonus. Er verkörpert alles, was wir vom Premium-Konto erwarten. Vielfältige Merkmale und ein tolles Spielerlebnis. Wer spielt, kann gewinnen, verlieren oder ein Unentschieden erzielen. Wir haben jedoch das System, bei dem immer der erste Sieg mit einem täglichen Bonus belohnt wird. Man bekommt doppelte oder dreifache Belohnung oder was auch immer der aktuelle Faktor ist, je nach Special. Die Spieler inklusive mir wollen den Faktor jedoch lieber auf das bestmögliche Gefechtsergebnis anwenden. Doch das klappt nicht immer. Viele Spieler baten um die Möglichkeit, den Tageserfahrungsbonus zu kontrollieren. Unser erster Gedanke war, geben wir den Spielern mit Premium-Konto die Option auszuwählen, für welches Gefecht der 2x-Bonus gelten soll. Für Spieler ohne Premium-Konto wird der Bonus automatisch angewandt. Spieler mit Premium-Konto müssen diesen Bonus manuell anwenden. Das könnte jedoch dazu führen, dass man ihn vergisst und die Möglichkeit verpasst, also verwarfen wir die Idee. Darum führen wir einen zusätzlichen manuellen Erfahrungsbonus ein, der nicht vom aktuellen 2x-Bonus abhängt und einfach verrechnet wird, wenn man sie beide nutzt. Der flexible Erfahrungsbonus kann bei verschiedenen Fahrzeugen oder demselben genutzt werden, wenn man schneller im Forschungsbaum vorankommen will. Das zweite Merkmal des World of Tanks Premium-Kontos wird ein Zuwachs an Kreditpunkten. Zusätzliche 10% der im Gefecht verdienten Kreditpunkte gehen in die Eiserne Reserve. So könnt ihr jede Woche bis zu 750.000 Kreditpunkte zusätzlich verdienen. Alle 7 Tage öffnet sich die Eiserne Reserve automatisch und die gesammelten Kreditpunkte werden dem Spielerkonto gutgeschrieben. Die Spielerumfragen, die wir vor der Entwicklung des aktualisierten Premium-Kontos durchführten, zeigten, dass viele für eine höhere Kreditpunkte-Rendite stimmten. Wir betrachteten ähnliche Merkmale in anderen Spielen. Eines davon ist das Sparschwein. Also Sparschwein ist, das ist ein interner Name. Leichter zu merken als eiserne Reserve, was formeller ist. Im Spiel sieht sie aus wie ein großer Safe oder ein Tresor, recht beachtlich. Keine Schweine weit und breit.
Eine recht einfache Idee. In anderen Spielen spart der Spieler eine bestimmte Summe an Kreditpunkten, dann zahlt er einen Betrag, um das Sparschwein zu öffnen. Wir gestalteten es aber einfacher. Euch kostet das Öffnen eures Sparschweins nichts. Jeder Spieler erhält seine gesparten Kreditpunkte am Ende der Woche. Das nächste Merkmal von Tanks Premium sind die Tagesauftragsreihen. Spieler bekommen Kreditpunkte, zusätzliche Erfahrung und Anleihen als Belohnung. Mit den Premium-Aufträgen geben wir den Spielern die Möglichkeit, zusätzliche Spielgegenstände zu verdienen, die ihren Fortschritt und ihre Fahrzeugforschung beschleunigen oder für das teure, verbesserte Zubehör sparen können. Die Bedingungen der Aufträge und der Wert der Belohnungen basiert größtenteils auf Daten und Statistiken, um sie möglichst auszubalancieren. Gleichzeitig hören wir aber auch auf die Meinungen der Spieler zu Elementen wie nötiger Aufwand, Nutzen von Belohnungen und so weiter. Wir versuchen, eine gute Balance zu finden, die zeigt, dass die Aufträge nicht so schwierig sind und sich lohnen, um Interesse zu wecken. Zusammen mit Erscheinen des Premium-Kontos erhalten alle Spieler die Möglichkeit, ihre unbeliebteste Karte auszuschließen. Und das World of Tanks Premium-Konto erlaubt Spielern, noch eine weitere Karte auszuschließen. Wir möchten glauben, dass alle Karten klasse sind und die Spieler alle mögen. Jedoch wissen wir, dass dies nicht der Fall ist, da wir selbst spielen und uns einige Karten aus dem einen oder anderen Grund nicht gefallen. Diese Funktion nützt allen Spielern, die vor allem einen Fahrzeugtyp spielen. Beispielsweise nur schwere Panzer. Sie spielen gern auf Stadtkarten und umschlossenem Gelände. Daher werden sie es lieben, offene Karten wie Malinowka auszuschließen. Mit der Einführung des World of Tanks Premium-Kontos wird der Zugerfahrungsbonus verändert. Derzeit hängt er von der Fahrzeugstufe und dem Gefechtsausgang ab. Diese Regeländerung betrifft alle Spieler. Der Zugerfahrungsbonus ist für alle Stufen gleich und hängt nicht vom Gefechtsausgang ab. Das World of Tanks Premium-Konto gibt einen zusätzlichen Kreditpunktebonus. Selbst wenn Spieler ohne World of Tanks Premium-Konto oder mit dem Wargaming Premium-Konto im Zug sind, erhalten sie einen Kreditpunktebonus. Wir sind überzeugt, dass Züge ein Teil des Spiels sind, den einige Spieler noch nicht erforscht haben. Gemeinsam mit Freunden spielen ist immer interessanter. Es bringt Vielfalt ins Spiel. Ihr könnt eure Teamkameraden unterstützen und werdet von ihnen unterstützt. Jetzt ist es nicht nur interessant, mit Freunden zu spielen, sondern auch rentabel. Das World of Tanks Premium-Konto startet in Kürze. Alle Spieler, die ein Wargaming-Premium-Konto haben, erhalten dieselbe Spielzeit als World of Tanks Premium-Konto. Gleichzeitig bleibt das Wargaming-Premium-Konto für die anderen Titel der Wargaming-Trilogie erhalten. Das World of Tanks Premium-Konto kostet genauso viel, wie das Standard-Premium-Konto jetzt kostet. Doch bietet es mehr Möglichkeiten und verbessert das Spielerlebnis im Vergleich zum Standard-Konto. Ist die erste Iteration des World of Tanks Premium-Kontos erschienen, werden wir es weiter verbessern, erweitern und vielleicht ändern. Alles hängt von eurem Feedback vor und nach Erscheinen des World of Tanks Premium-Kontos ab. Wir schließen die Möglichkeit nicht aus, künftig andere Varianten des Premium-Kontos zu entwickeln. Diese Varianten können andere Merkmale haben, mehr Vielfalt bringen und die Spielerfahrung noch weiter verbessern. Was wir auch machen oder wie wir das Premium-Konto verändern, eines bleibt sicher. Es bleibt free to win. Wir wollen nach Veröffentlichung des World of Tanks Premium-Kontos nicht aufhören. Wir haben viele andere interessante Ideen, die wir einführen wollen, um das Spiel noch besser zu machen.